Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai. Der ist jetzt 1,5 Jahre alt und ich möchte euch heute Nasensauger von Nosibu vorstellen. Es gibt diese Sauger in 2 Varianten. Einmal hier diesen elektrischen Sauger. Der ist halt eben elektrisch betrieben und deshalb auch ein wenig größer, weil er quasi ein Vakuum erzeugen muss. Und es gibt noch das Kolibri-Saugteil mit einem Mundstück, was man quasi händisch betreiben kann. Was mir an diesem Sauger sehr gut gefällt, ist das Design. Also das finden auch Kinder sehr ansprechend. Kai wollte sich das gleich ganz genau anschauen. Und das gibt es in verschiedenen Farben, in Grün, in Blau und in Rosarot. Man hat hier einen Regler, wo man wirklich sehr gut regulieren kann, wie stark gesaugt wird. Und man hat eben dieses Kolibri-Saugteil, das man dem Baby oder Kind in die Nase einführt und womit man das Sekret absaugen kann. Ich finde, ein wirklich sehr großer Vorteil an diesen Nosibu-Saugern ist, dass man keinen Filter braucht. Das heißt, man kauft sich einmal dieses Gerät und braucht nie mehr irgendwelche Filter oder sonstiges nachkaufen, weil das Sekret sammelt sich in diesem Kolibri-Saugteil. Und man kann das dann ganz einfach reinigen. Also ich wasche es dann immer gleich nach der Verwendung unter warmem Wasser aus. Das ist auch überhaupt nicht eklig, weil viele finden ja so Nasensauger eklig. Ich finde, es ist ein super praktisches Ding. Ich denke auch vor allem dieses große Modell, wenn man mehrere Kinder hat, weil das halt echt mega einfach geht. Und Kinder haben halt manchmal eine verstopfte Nase und können sich einfach nicht so gut schneuzen. Hier sieht man auch nochmal sehr gut die Anwendung und man kann das wirklich eben von Neugeborenen weg bis zum Kleinkind bei allen Kindern verwenden. Und es ist auch hier extra angeführt, nachdem Kleinkinder dieses Nasensekret nicht selbst effektiv entfernen können, kann man auch Infektionen verhindern, wenn man das immer wieder absaugt, wenn die Kinder verkühlt sind, weil es einfach viel effektiver ist. Beim Kolibri-Saugteil handelt es sich eben um das mundbetriebene Modell. Hier seht ihr nochmal, ich finde die so süß. Also das Design gefällt mir richtig gut. Das gibt es auch wieder in den 3 Farben. Und das ist quasi ganz das gleiche, Saugteil. Mit dem Unterschied eben, dass man hier dieses mundbetrieben hat. Das heißt, die Mama saugt da und reguliert somit quasi die Intensität, in der das Nasensekret abgesaugt wird. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist auch überhaupt nicht eklig. Es kommt da absolut gar nichts in den Schlauch, weil sich das Sekret eben hier drinnen ansammelt. Und auch das kann man super einfach unter warmem Wasser reinigen. Ich finde solche Nasensauger auf jeden Fall besser als diese Modelle, die es ja, also als ich ein Kind war, gab es eigentlich nur die, wo man so drauf drückt und dann das Vakuum entsteht, weil das einfach meiner Meinung nach nicht so sanft ist und man es einfach nicht so gut regulieren kann wie bei diesen mundbetriebenen oder auch beim elektrischen. Also weil wirklich beim elektrischen hat man sehr, sehr gute Möglichkeiten quasi das zu regulieren. Das Einzige, Kai findet das super lustig, das Saugen, nur das Elektrische, das Geräusch, also es ist jetzt nicht laut, es ist wirklich sehr leise, aber es macht einfach ein Geräusch und da ist er dann oftmals so ein wenig skeptisch, gerade am Anfang. Ich denke, wenn man das wirklich vom Neugeborenen weg anwendet, dann weiß einfach das Kind, okay, das Gerät ist zum Nase aussaugen. Aber so wie bei Kai, der ist jetzt halt 1,5 Jahre alt und der ist dann halt schon ein wenig skeptischer. Und gerade da finde ich halt auch das Design wichtig, weil, wie ihr seht, der sieht aus wie ein Bär und das ist überhaupt, also es ist quasi ein medizinisches Produkt, aber was Kindern jetzt irgendwie keine Angst einjagt, weil es ist einfach süß, also. Ja, so viel zu den Nosibu-Geräten. Schaut sie euch auf jeden Fall auf babyartikel.de an, wenn ihr so etwas noch nicht zu Hause habt. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!